Biotentag zusammen. Heute sind wir in der Jungfrauregion, genauer gesagt in Lauterbrunnen und gehen hier vom Bahnhof aus links nach Lauterbrunnen hinein. Haben heute wieder tolles Wetter erwischt. Und ist eigentlich auch schon recht heiß hier. Lauterbrunnen ist eine Gemeinde im Berner Oberland und der höchste Punkt liegt 4158 Meter über dem Meeresspiegel. Und das Lauterbrunnental bietet 72 Wasserfälle. Auto an Auto schlängeln sich hier durch Lauterbrunnen. Wir sind an einem Wochenende hier und da ist es schon recht voll. Sollte man hier mit dem Auto anreisen, dann hat es zwei große Parkplätze, ein Parkhaus am Bahnhof direkt, Ortseingang links runter und geradeaus an der Kirche. Natürlich alles gebührenpflichtig. Und hier zwischendrin die Parkplätze, die sind eigentlich alle reserviert und privat. Da hat man wenig Chancen, vor allem am überlaufenden Wochenende hier was zu finden. Oder man ist halt recht früh hier vor Ort. Dann hat man vielleicht mehr Glück. Eigentlich ist es schon besser, hier mit der Bahn anzureisen. Beispielsweise von Interlaken aus oder Wilderswil. Dann hat man dieses Parkproblem nicht. Hier links ist der Parkplatz neben hinter der Kirche und nähern uns jetzt schon dem Staubbachfall mit seinen 300 Metern Fallhöhe, der dritthöchste in der Schweiz. Staubbachfall kann man natürlich auch näher besuchen und hinterlaufen, aber mir war es zu voll. So ist es hier halt am Wochenende.
von den Felswänden stürzen sich die Basejumper. Also das Hand, denen mal zuzuschauen. Aber ich habe sie nicht wirklich auf die Kamera bekommen. Aber bei schönem Wetter sieht man die eigentlich immer. Ein gewisser Herr Tolkien hat sich hier vom Lauterbrunnental inspirieren lassen für seine Filme Herr der Ringe und Hobbit. Da gibt es auch Informationen zu hier in Lauterbrunnen. Und hier auch in der Nähe auf dem Schildhorn wurde einst ein James Bond gedreht. Im Geheimdienst Ihrer Majestät hieß der Film wohl. Und da gibt es oben auf dem Schildhorn auch einiges zuzusehen. Hier gehen wir jetzt Richtung Trümmelbachfälle. Allerdings nicht auf oder in die Trümmelbachfälle, weil die liegen ja innen vom Berg, sondern wir gehen zurück nach Lauterbrunnen zur Kirche. Wir haben gehört, dort gibt es dufte Spots zum Filmen und Fotografieren und das werden wir euch jetzt noch zeigen. Hier sind wir wieder am Parkplatz in der Kirche. Und mir bleibt dann noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.